Was ich hier mache, fragen Sie sich? Das gleiche wie im letzten Jahr. Was mache ich? Das gleiche wie im letzten Jahr. Spargellaub entfernen. Das sind so die letzten Überbleibsel dessen, was hier mal als Spargelreihe vor 3 Jahren begonnen hat. So. Und was ich Ihnen in diesem Film zeige, wie sich dieser Spargel im ersten Erntejahr letztendlich so gemacht hat. Erste Jahr wird gepflanzt, 3 Jahre wird gewartet, dann kann man die erste Ernte einfahren. Das war im letzten Jahr. Das zeige ich Ihnen in diesem Film. Bleiben Sie mal dran. Weil genauso wie jetzt hat das vor einem Jahr auch ausgesehen. Und da habe ich angefangen mit der Kamera, dieses Spargelbeet hier mal zu verfolgen. Also über die Pflanzung gibt es ja einen eigenen Film, da oben. Im letzten Jahr, eigentlich im ersten Erntejahr, habe ich das ein bisschen mit der Kamera verfolgt. Sie können sich jetzt die ganze Geschichte von diesem Spargelbeet ansehen. Von genau dem Moment, wo ich das Spargellaub im letzten Jahr entfernt habe, bis zu dem Moment, wo wir jetzt sind. Das wird eine spannende Sache, glauben Sie mir. Ja, und die ganze Spargelgeschichte dauert ziemlich genau 18 Minuten, die Sie sich jetzt reinziehen müssen. Na gut, Sie haben schon 1 Minute rum. Ich bin ja mittlerweile auch schon ein ganzes Stück weiter. Das ist ja die Ernte nicht aus diesem Frühjahr, sondern aus dem letzten Frühjahr. Hat aber genauso ausgesehen. Also Spargel ist schon eine andere Geschichte als eine Kohlrabi oder ein Mangold. Also den setzen wir da hin und der wächst da fröhlich vor sich hin. Ich weiß schon, warum nur äußerst wenige Leute Spargel im Garten haben. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Gut, freigeräumt. Ich habe gehört, man muss das freiräumen, das alte Laub, und nicht häckseln wegen irgendwelcher Schädlinge, die da drin überwintern oder so, irgend sowas. Gut, jetzt hat sich da natürlich jede Menge Gras und Unkraut breit gemacht, das muss erstmal halbwegs geschädigt werden. Fahren wir mal mit der Fräse rüber. Wenn ich jetzt da draußen nach draußen gehe, kriege ich die Krise. Das ist mehr Wiese als Spargelfeld. Grauselig. Aber einen sauberen Start, dann bin ich schon mal ein ganzes Stück weiter. Gehen wir eine Fuhre Kompost holen. Verteilen die da. Obwohl ich nicht glaube, dass das bisschen Kompost da irgendwie nennenswert den Boden verbessern würde. Aber kann auch nicht schaden. Wobei, wenn ich das umrechne, sind das bestimmt eine Menge, die für Starkzehrer ist. Also man sagt, ja, 4 Liter auf einen Quadratmeter, ja, das könnte gut passen. Die Schubkarre hat 60 Liter. 15 Quadratmeter. Das ist also ungefähr das, was da drauf muss. Aber irgendwo habe ich auch gelesen, Spargel braucht viel Dünger, ein bisschen Biodünger. Man wird nachher sehen, wie ungleich der Spargel wächst. Weiß nicht warum, ist auch in diesem Jahr so. Ich habe es gesagt, es ist keine Kohlrabi, so ein Spargel. Gut, haben wir das eingearbeitet, ein bisschen verteilt, jo, super, hast toll gemacht. So fängt man an. Ja, hast du welche entdeckt? Komm mal mit, ja genau. Zeig mal, was hast du entdeckt? Die ersten Spargelstangen. Also nicht dick. Aber sie wachsen eben schon. Das ist für mich schon ein enormer Pluspunkt. Ich habe immerhin 3 Jahre auf diese erste Ernte hier gewartet. Ziemlich langwierige Angelegenheit. Ja, da strahlt sie, was? Und irgendwann kann man dann anfangen zu ernten. Wobei ich festgestellt habe, wenn die, lass sagen, höher als 20, maximal 25 cm sind, dann sind die verholzt. Die wachsen dermaßen schnell, da kann man jeden Tag rausgehen. Nur bei der Fläche hat man nie genug. Das ist dann
mal 5 Stangen hier, 5 Stangen da. Also richtig ein Mittagessen für 4 Personen ist davon nicht zusammenzukriegen. Das Grünspargel, ist klar. Also die Mühe mit dem Anhäufeln und weißen Spargel da, Bleispargel draus zu ziehen, das ist aber irrsinnig. Wenn man sieht, das Gras wächst schon langsam wieder fest, da habe ich einen übersehen. Wie so viele andere auch, die wachsen über Nacht, was weiß ich, 20 cm. Und irgendwann sind die so groß, dann kann man sie nicht mehr ernten, weil da sind sie holzig. Aber wir kriegen noch was zusammen, keine Sorge. In diesem Jahr war noch mehr. Das ist ja wie gesagt das erste Jahr. In diesem Jahr war noch mehr. Aber wahrscheinlich jeder Spargelbauer wird darüber nur müde lächeln. Ich hatte 2 Sorten. Einen grünen und einen lilafarbenen. Also der lilafarbene, der ist völlig für die Katz. Also in diesem Jahr sind ja noch wenigstens ein paar gewachsen. Also nicht, dass man da hätte irgendwas ernten können. Eine Stange, glaube ich. Die haben überhaupt nur 2-3 Stangen gebildet. Da war überhaupt nichts an Menge. Und auch in diesem Jahr, da sind die Hälfte davon gar nicht aus der Erde gekommen. Also man sieht, die linke Reihe, die lilafarbenen da, nee, also die Sorte kann man schon gar nicht empfehlen. Auch von den Grünen ist mir in der vorderen Reihe eine Pflanze eingegangen, aus unerfindlichen Gründen. Man kann immer noch was nachschneiden, dann kommen immer noch neue. Aber man freut sich ja über die kleinen Erben. Ja, der war mit Sicherheit nachher nicht mehr genießbar. Probieren wir mal aus, man muss es ja lernen. Die Köpfe gehen auch sehr schnell auseinander, die gehen auf. Und wenn die einmal auf sind, das machen die teilweise schon, wenn die gerade mal 2 Hände hoch sind. Das schmeckt doch auch nicht mehr so richtig. Ja, so ein dünnes Stängchen da, wer will das ernten? Macht überhaupt keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie die Bauern das hinkriegen, dass die da Spargelstangen dick wie Bratwürste haben. Ich sag ja, eine einzige, vielleicht später nochmal eine zweite. Alles Pflanzen, die in diesem Jahr gar nicht mehr aus der Erde gekommen sind. Sind sang- und klanglos verschwunden. Kann man ganz klar sehen, die lilafarbenen und auch hier vorne die rechte Reihe bis ungefähr Mitte Reihe, die wachsen viel schlechter als die weiter hinten. Woran das jetzt liegen mag, da steckt kein Mensch drin. Klar, im letzten Jahr war es enorm heiß im Frühjahr. Zuerst habe ich da mit der Gießkanne versucht. Auch, dass der Boden halbwegs locker ist, wenn der erstmal ist. Ich habe ja einen ziemlich schweren Boden. Wenn der erstmal hart ist, dann habe ich mir ausgerechnet, kommt da überhaupt keine Spargelstange mehr hoch. Später habe ich dann mit dem Schlauch gemacht. Mit Regenwasser, ja, weiß ich. Ob das jetzt was nützt, ich weiß nicht. Haben die Bauern da unter diesen Wellen, wo die Spargelpflanzen haben, haben die da Bewässerung vorliegen? Ich meine, ich hätte das mal gesehen, sonst kann es ja nicht funktionieren. Ja, auf Wiedersehen. Da kann man ganz klar sehen, die hintere Reihe, die Grünen, sind im vorderen Bereich nicht mal halb so groß. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht an den Himbeeren daneben, die zu stark ausufern. Wer weiß.
Jo, jetzt sind wir schon mal ein ganz Stück weiter. Das wächst ja nachher wie irr. Übermannshoch. Und in dem Jahr habe ich noch geschafft, halbwegs unkrautfrei zu halten. In diesem Jahr nicht mehr. Also damit mit der Hacke da unten rumzurennen und... Nee, also nimm mir keiner übel, aber das ist nicht Sinn der Sache. Das sollen jüngere Leute machen, aber nicht mehr ich. Winden. Alles voller Winden. Da kriege ich die Krise dran. Der ganze Garten voll. Ja. Das gibt ein tolles Süppchen. Und immer wieder Unkraut ausreißen. Winden, Gras, irgendwelche ausgesamten Gründüngungen, die kommen da ja auch noch. Also alles Mögliche. Schrecklich. Das ist alles, was mit Dauerkulturen zu tun hat. Das, da fehlt schlichtweg die Zeit für, um das zu machen. Was den Spargel allerdings ausmacht, also der ist, wenn man da vorbeigeht hier im Sommer, das ist ein einziges Insektenparadies. Das brummt und summt da unglaublich. Saftig grün, schön. Also die von der Pflanze her ist die echt toll. Einige, die haben wirklich Dutzende von Stangen da hochgeschoben und andere, die haben irgendwann bei 3-4 Stück aufgehört. Und das ist jetzt Hochsommer und ab jetzt geht es eigentlich fast nur noch abwärts. Das ist der Hochsommer, ist immer ein Dschungel. Der ganze Garten ist ein einziger riesiger Dschungel. Ja, es kommen immer noch welche, aber die lasse ich dann einfach alle, oder die habe ich einfach alle wachsen lassen. Ich sag ja, Dschungel. Amazonas im Rheinland. Aber wie gesagt, jetzt geht's langsam auf den Herbst zu. Jetzt sieht man eigentlich nur noch für den Rest des Films, wie diese ganzen, wie dieser Spargel langsam abbaut. Wie die Farbe sich ändert. Von grün nach gelb. Und irgendwann ist er total vertrocknet. Die einen pflanzen schneller, die anderen nicht so schnell. Weil noch anderthalb Minuten gucken sie sich das jetzt an, wie die Pflanzen abbauen. Bis dann wir wieder da sind, wo wir angefangen haben, beim Spargellaub. Da, so eine Quirlmalve. Habe ich irgendwann mal ausgesät. An allen möglichen Ecken kommt da draußen im Garten. Und das sind richtig dicke Stämme, also da ist nicht einfach so mal auszureißen. Jetzt, wo ich mir den Film so ansehe, ist vielleicht ein bisschen früh, dass das Laub den Geist aufgegeben hat. Der Rest ist ja alles noch relativ grün. Wer weiß, wo das dran gelegen hat. Bei mir ist sowieso so vieles anders als sonst so. Ja, ziemlich knochentrocken. Basamenkörnchen hängen da noch dran. Habe ich übrigens auch mal versucht, aus Samen Spargel zu ziehen. So eine langwierige Geschichte. Da fehlt mir die Ruhe für. Ja, keine Sorge, 20 Sekunden noch. Eine Spargelsaison für Selbstversorger.
So hatte ich mir das jedenfalls gedacht. Da, das letzte Bild. So, gleich bin ich wieder da. Also zugegeben, eine besonders fürstliche Ernte war das nicht. Vielleicht war ich wirklich zu zaghaft. Ich habe mir gedacht, will die Pflanzen nicht schwächen, nicht zu lange ernten. Ich hätte vielleicht ein paar Wochen länger ernten sollen. Werde ich in diesem Jahr mal machen. Aber das ist ja so eine langwierige Sache. Ich mochte mir da keinen Fehler erlauben, die zu viel zu schneiden, dass nachher die Pflanzen eingehen. Dafür habe ich darauf zu lange gewartet. Das war also ein Jahr im Leben einer Spargelplantage, die sich so ein kleiner Selbstversorger wie ich einer gerne wäre, ausgedacht hat. In diesem Jahr wird besser. Ich hoffe, Ihnen hat der Film gefallen. Weiterempfehlen, auf Facebook teilen, abonnieren, Like-Button drücken und der ganzen Kladderadatsch hinterher. So, und ich bringe jetzt die Schubkarre noch zu den Hühnern rein und dann warte ich auf die nächste Ernte. Bis dann, tschüss. Das sind nämlich ganz lustige Dinger. Ich habe sie ja eben schon mal gezeigt, aber hier nochmal genau, da oben der Spargel, lauter Wurzeln und ausgelegt werden sollen die spinnenförmig. Und bei den langen Wurzeln habe ich mir gedacht, also 20 cm ist definitiv zu wenig. Ich mache einfach die doppelte Menge. Da gibt es auch unterschiedliche Angaben im Internet zu. Dieser Ansatz hier vorne, wo die Pflanzen wachsen sollen, der soll rund oval sein. Und man sieht das auch hier so ein bisschen rund oval. Und in Längsrichtung, in Reihenrichtung sollen die in die Erde rein. Jetzt geht's los. Also man versucht die Pflanze, so habe ich das verstanden, spinnenförmig auszubreiten, bisschen Erde drauf und das war's. Und wenn man es noch schafft, diese Triebe nicht abzureißen oder abzubrückeln, da ist man schon ein ganz Stück weiter.